In Hartenstein konnte heute Nachmittag die neu errichtete Muldenbrücke feierlich eingeweiht werden. Ursprünglich sollte sie schon Ende 2013 freigegeben werden, doch dann kam alles anders als geplant. Die Naturgewalten hatten die Planungen gründlich zunichte gemacht, doch nun hat alles ein gutes Ende gefunden. Über diese Widrigkeiten hat Landrat Christoph Scheurer in seiner Ansprache natürlich auch noch mal gesprochen. Am 10. Oktober 2012 hatte er als Baggerfahrer symbolisch den ersten Aushub getätigt und konnte an diesem Tag noch nicht wissen, welche Katastrophe ein halbes Jahr später hier passieren sollte. Wir hatten die Schalung fertig, die Lager fertig dazu, waren eigentlich drauf und dran, mit den Betonarbeiten zu beginnen. Und es hat uns die Mulde tatsächlich die komplette Holzteile der neuen Brücke hier weggespült. Und es hat einige Monate gedauert, bis wir wieder an dem Stand waren, den wir vorm Hochwasser schon mal hatten. Die Natur macht halt ihr Ding. Dagegen kommt der Mensch nicht an. Obendrein hätte wohl niemand schon wieder mit einem Hochwasser gerechnet, nachdem schon 2002 alles überschwemmt war. Am Rande der feierlichen Eröffnung zog der Landrat auch ein Resümee über die Kosten. Also begonnen haben wir mit einem Kostenrahmen von 1,7 Millionen Euro. Abgesehen vom Hochwasser haben wir den auch eingehalten. Das ist mit 75% vom Freistaat Sachsen gefördert worden. Den Rest ist Anteil des Kreises dabei, es ist eine Kreisstraße. Und wir müssen sagen, ungefähr 500.000 mehr ist es geworden durch das Hochwasser. Das ist aber auch aus den Hochwasserhilfen bezahlt worden. Derzeit stehen beide Brücken noch nebeneinander. Und wenn man die alte mit der neuen Brücke vergleicht, sieht man erstmal, wie eng die Muldenquerung früher mal war. Diese Zeiten sind nun Geschichte. Doch einige Arbeiten müssen noch erledigt werden. Jetzt sind die nächsten Maßnahmen noch der Abriss der alten Stahlträgerbrücke. Die hat 64 Jahre auf dem Buckel, hat ja auch einen Mittelpfeiler in der Mulde drin und besteht im Wesentlichen noch aus Stahl, was jetzt noch abzutragen ist. Der Beton ist schon weg. Das wird bis September ungefähr dauern. Und dann ist noch ein Straßenabschnitt, wo noch ein Anschluss notwendig sein wird. Also alles in allem muss man sagen, in 3 Monaten sind wir dann endgültig fertig. Und selbst Hochwasser könnte der neuen Brücke nun nichts mehr anhaben. Sie entspricht den modernsten Standards und bietet gerade auch für den Schwerlastverkehr eine deutliche Verbesserung.